Yes. Hier sind wir wieder, ne? Den mal aus der Wu-Tang Clan. Cash rule everything around me. Cream hit the money. Dollar bill, y'all. Yeah, cash rule everything around me. Cream hit the money. Dollar bill, y'all. Okay, die nächste Geschichte wieder. Nächster Teil der Indien-Geschichte. Ne? Jedenfalls, wie gesagt, die Tussi ist dann bald ihre Wege gezogen. Wir waren noch zusammen essen, haben da so einen anderen Typ getroffen, den sie kannte. Der hat Iris-Diagnostik angeblich beherrscht. Guckt jemand in die Augen und sieht an dem, was er sieht, was der Typ für gesundheitliche Baustellen hat. Sowas kann man scheinbar auch in, Fußreflexzonenmassage, in den Füßen kann man das erkennen und in den Händen, welche Organe betroffen sind und welche nicht. Und ja, war alles recht wuselig und hat überall toll gerochen und habe mich überfordert. Alle Leute haben mich angequatscht und wollten mir Zeug verkaufen. Hey Friend. Der Akzent ist super, den sie haben. Very nice accent. Und da war ich so drei, vier Tage. Und dann habe ich ein Zugticket gebucht nach Ajmer, hieß die Stadt. Und ich wollte nach Pushkar, das war dann eher so ein Dorf. Das war in Rajasthan, so in der Wüste. Delhi ist so, weiß ich nicht, im ersten Viertel des Nordens. Eigentlich wollte ich ans Meer, aber das war so lang zu fahren, das ist im Süden. Und dann bin ich halt ein bisschen in den Süden gefahren, nach Rajasthan, in die Wüste. Habe ich gedacht, das sei so Sahara-Wüste, ist aber nicht. Und im Zug habe ich ganz entspannt dies und das Essen im Zug gekauft und bla bla bla. Wie war das? Ich glaube, da hatte ich noch keinen Durchfall oder schon. Ich weiß nicht, die hatten eine ziemlich crazy Toilette auf dem Zug. Da ist mein Klo besser, Freunde. Das war, glaube ich, nur so ein fucking Loch. Ja, ich habe Bananen gekauft. Das ist halt so, auf jedem Bahnhof sind dann 1000 Leute am Fenster, oder damals war das so, die einem dann verschiedene Produkte anbieten, reinreichen. Ich habe mich zu einem Typen gesetzt, auch einem westlich aussehenden männlichen Individuum meines Alters. Hat sich herausgestellt, dass der aus Israel war. Und mein erster Impuls war, mich bei ihm zu entschuldigen. Und er meinte, ich war nicht auf der Welt damals, als es passiert ist. Ja, und wir haben nett geredet. Dann kam noch ein anderer Typ, eventuell Däne oder irgendwas. Und das war cool. Und dann kam ich spät abends an in Ajmer und habe dann noch irgend so ein Hardcore-Taxi, so ein Dreirad gecheckert, Rikscha. Erzähl dir dann weiter später.